Drei Strategien, die dir die ganzen Fitnessgurus zum Thema Abnehmen und Fettabbau auf Social Media nicht verraten. Das Ganze noch viel mehr jetzt gleich. Viel Spaß! Mhm. 2017 war eines der intensivsten Jahre für mich in Sachen Weiterbildung im Internet. Ich habe mich wirklich täglich weitergebildet. Ich habe täglich Podcasts gehört. Auf sozialen Medien, die großen Vorreitern bin ich gefolgt. Auf YouTube habe ich mir alles reingezogen, ich habe Bücher gelesen. Ich habe wirklich alles Mögliche gemacht, um in diesem Sport, um in der Ernährung weiterzukommen und das Wissen zu bekommen, dass ich endlich weiterkomme, nicht mehr auf derselben Stelle stehe und letzten Endes einfach mal zufrieden werde. Und ja, nicht mehr die ganze Zeit nur immer dahin vegetiere und hoffe, dass irgendetwas funktioniert. Und weißt du, mir sind immer wieder gewisse Sachen aufgefallen. Und das ist etwas, was ich auch heute in dieser ganzen Episode widmen möchte. Und zwar, es gibt gewisse Dinge, die was eigentlich so offensichtlich sind, gewisse Strategien zum Fettabbau, welche dir die meisten Leute auf Social Media aber verheimlichen. Heißt, es gibt genug Gurus da draußen, die was dir diese drei ganz, ganz banalen, einfachen Strategien nicht verraten, weil sie auch gar nicht möchten, dass du das genauso machst, weil sie dir dann natürlich nicht mehr ihre Programme geben können, weil sie dir dann natürlich nicht mehr ihre Nahrungsergänzungsmittel verkaufen können mit ihrem Rabattcode und so weiter und so fort. Und es ist einfach etwas, was mich persönlich schon immer aufgeregt hat, weil in dieser Zeit, wo ich mich damals sehr, sehr stark informiert habe, ist mir immer wieder eine Sache aufgefallen. Egal wo man hingeht, egal bei wem man sich heutzutage informiert, letzten Endes kommen sie immer mit irgendeinem Produkt, mit irgendeiner Wunderübung oder irgendeinem absoluten Schwachsinn, das was dich so oder so nicht dahin bringt, wo du hin möchtest. Und ich kann mich da noch ganz genau daran erinnern, ich habe einen YouTuber gefolgt, der schon mehrere hunderttausend Abonnenten hatte und wirklich genug Views auf seinen Videos auch hatte. Und es war aber so, dass dieser, wenn ich heute zurückdenke, in seinen Videos sehr, sehr viel Falsches gesagt hat. Und natürlich kann man einfach mal als Mensch Fehler machen, das ist überhaupt kein Thema, Wird es immer wieder geben, dass man sich irgendwann mal verspricht oder nicht mehr so up-to-date auf einem Gebiet ist. Aber Leute wirklich etwas vorzubehalten, nur weil man in der Hoffnung lebt, dass sie ein Leben lang deine Produkte brauchen, sowas ist in meinen Augen einfach armselig. Und ich finde es heutzutage schlimm, dass Leute mit hunderttausenden Abonnenten so etwas machen können, ohne dass es eigentlich auffällt auf YouTube. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, dir heute die drei Hauptstrategien zu zeigen, wie du effektiv Fett abbauen kannst und das völlig ohne irgendwelche Wundermittel etc. Also genau diese Strategien, die was eben diese Leute möchten, dass du nicht weißt. Also ja, starten wir mit dem ersten Geheimnis. Das erste Geheimnis ist ganz normal zweimal die Woche Kraftsport. Weißt du, es wird nicht die eine Wunderübung geben. Diese gibt es nicht. Es gibt nicht die eine Wunderübung. Es gibt auch nicht diesen einen Wunderplan. Das Wichtige an einem Trainingsplan ist, er muss angepasst werden. Wenn du einen Trainingsplan hast und du möchtest von Haus aus gerne mehr bei den Beinen, dann solltest du vielleicht etwas mehr Beine trainieren. Wenn du sagst, okay, ich bin komplett fertig immer und ich kann mit dem Trainingsplan nicht umgehen, dann solltest du vielleicht etwas weniger trainieren. Sprich, du solltest den Trainingsplan mit der Zeit einfach anpassen, dass er erstens von der Intensität passt, dass du nicht den kompletten Tag am Arsch bist, und zweitens, dass er dir Spaß macht, was auch ein Riesenfaktor ist, weil ein Trainingsplan, der keinen Spaß macht, da wirst du wahrscheinlich einfach nicht weiterkommen damit, und letztendlich einfach auf deine Ziele abgestimmt ist. Wenn du einen Trainingsplan, und da gibt es sehr, sehr geile Studien dazu, wenn du einen Trainingsplan richtig ausrichtest, dann ist es so, dass du bis zu einem doppelten, dreifachen oder sogar vierfachen Erfolg haben kannst, wie ein Trainingsplan, der was einfach von irgendwo kommt. Und das ist auch schon eins der größten Probleme an diesen ganzen Fitness-Coaching-Gurus im Internet, weil im Endeffekt verkaufen sie Programme ohne richtige Betreuung. Jeder bekommt dasselbe Programm. Und wenn du immer bei jeder Übung nur 3x10 hast, 3x12, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, egal wo du bist, ob du bei einem Coach bist, in einem Fitnessstudio, bei einem Trainer, wenn du immer nur 3x10 hast, 3x8 bis 10, was auch immer, dann kannst du dir ziemlich, ziemlich sicher sein, dass dieser individuelle Trainingsplan so ziemlich das wenigst individuelle in diesem Fitnessstudio ist, was es gibt.
Und das sehe ich leider heutzutage als großes Problem. Ich hatte mal drei Klienten, die was in einem Fitnessstudio gegangen sind und haben im Endeffekt ja einen individuellen Trainingsplan, bevor sie zu mir kamen, erworben. Letzten Endes hatten sie alle drei den gleichen Trainingsplan, was mich ein bisschen wütend machte, weil diese Leute bezahlen eigentlich für Individualität bei so einem Plan, ja. Und deswegen habe ich mich schon immer gefragt, das gibt es doch nicht. Warum sagt man Leute, hey, der eine Trainingsplan, die eine Übung, die was auch immer, ja. Du musst deinen Trainingsplan einfach mal konstant durchziehen, aber auch anpassen. Wenn du merkst, dein Trainingsplan ist zu hart bei den Beinen, dann nimm halt etwas Beine weg. Und das ist das Erste, was ich dir geben will. Zweimal die Woche Krafttraining reicht. Zweimal die Woche eine Stunde Krafttraining reicht völlig aus, dass du deinen Körper so formen kannst, dass du im Endeffekt dein Körperfett reduzierst und effektiv Muskeln aufbaust. Heißt, du deinen Körper formst. Hierzu brauchst du wirklich nur zweimal eine Stunde pro Woche. Aber das Wichtigste ist, du musst Ganzkörper trainieren. Wenn du nur eine Muskelpartie trainierst oder nur Oberkörper oder Unterkörper, dann funktioniert das Ganze nur halb so gut. Deswegen, mach zweimal die ganze Woche Ganzkörperkrafttraining. Und wichtig ist es hier zu sagen, es gibt nicht die eine Wunderübung. Du musst einfach schauen, was sind deine Ziele und wie kannst du die Übungen auf dich abstimmen. Zweiter Punkt, Bewegung. Dieser Punkt ist so massiv unterschätzt, weil die wenigsten Leute wirklich sich heute noch bewegen. Die meisten haben irgendeinen Bürojob, die meisten fahren viel mit dem Auto. Die wenigsten bewegen sich überhaupt noch. Und das ist ein Punkt, der was den Leuten extrem abgeht, warum sie immer sich nur energielos fühlen, warum sie immer nur schlecht drauf sind und sie auch weniger Fett verbrennen. Wenn du dich mehr bewegst, verbrennst du automatisch mehr Energie in Form von Kalorien. Wenn du mehr Kalorien verbrennst und dich gleichzeitig auch mehr bewegst als auch trainierst, wirst du sehr, sehr wahrscheinlich dein Körperfett stark reduzieren. Das ist letzten Endes auch schon das, was ich dir mitgeben will. Wenn du merkst, du fühlst dich einfach immer nur schlecht und energielos, dann solltest du dich mehr bewegen. Der nette Nebeneffekt ist, dass du ziemlich sicher dein Fett abbauen wirst mit dieser Strategie, aber auch dich viel besser fühlen wirst. Geh einfach mal raus, geh eine Runde spazieren, ja, komm mit dem Kopf runter und sammle deine Schritte. Wenn du ein gutes Schrittziel hast, wirst du dich erstens viel, viel besser fühlen und zweitens kannst du einfach viel mehr Fett in kürzerer Zeit verbrennen, als wenn du es nicht tust. Und dritter und letzter Punkt, in der Ernährung ein Bewusstsein schaffen. Weißt du, es werden dir heutzutage immer diese Quick-Tipps verkauft. Die wird immer verkauft, hey, schau her, mit dieser Ernährungsstrategie, mit dieser Diät, mit diesem Bababababam wirst du am schnellsten abnehmen, am effektivsten Muskeln aufbauen und was auch immer, ja. Im Endeffekt, ja, es gibt Strategien, wie du effektiver Fett abbauen kannst und Muskeln aufbauen kannst oder auch einfach nur abnehmen kannst. Das einzige Problem dabei ist, dass du immer wieder zurückfallen wirst. Wenn du immer wieder nur den bequemen Weg gehst und immer wieder nur einem strikten, dummen Programm folgst, dem was du sowieso nicht auf Langzeit folgen kannst, dann brauchst du dich nicht verdammt nochmal wundern, wenn du immer wieder ein Leben lang rückfällig wirst. Dann kommt nämlich genau dieses Phänomen Jojo-Effekt, dass Leute wieder abnehmen, zunehmen, abnehmen, zunehmen. Ja, es geht wieder bergauf, es geht wieder bergunter. Und das ist etwas, was mich megamäßig abfuckt, weil ich dir einfach mal ganz klipp und klar sagen muss, hey, schau her, du musst dich einfach mal mit Ernährung auseinandersetzen. Was sind Kalorien? Was ist Eiweiß? Ja? Lauter so Sachen, mit denen musst du dich einfach mal beschäftigen, um langfristig Erfolg zu haben. Und wenn du hier kein richtiges System hast, dass du endlich mal ein Bewusstsein für das Ganze bekommst und nicht nur einem dummen Plan einfach folgst, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Und das ist das Riesenproblem. Ich merke es ja immer bei meinen Klienten, bevor sie zu mir kommen, haben sie im Schnitt 3 Diäten, 2 YouTube-Workouts und ein Programm, wie zum Beispiel aus dem Fitnessstudio, hinter sich. Und das größte Problem war bis jetzt immer, dass sie es zwar kurzzeitig gehalten haben, aber letzten Endes immer wieder zurückgefallen sind. Und das ist auch dieser Punkt, den ich dir wirklich, wirklich ans Herz legen möchte. Und zwar, wenn du in der Ernährung irgendetwas umsetzt, dann musst du etwas umsetzen, was du jahrelang halten könntest. Du musst dich wirklich mal mit der Ernährung beschäftigen, um nicht immer wieder rückfällig zu werden. Und wenn du diesen Punkt beachtest, dann wirst du dein Fett verlieren und dieses bleibt auch unten. Und das ist das Wichtigste, weil du kannst noch so viel abnehmen. Ja, abnehmen ist keine Kunst. Du isst einfach weniger, wenn du möchtest, oder andere Lebensmittel. Aber abnehmen und das Gewicht danach zu halten, das ist die Kunst, dass die wenigsten Leute können. Und das ist auch der Grund, warum wir bei uns im Coaching den Leuten beibringen, wie Ernährung wirklich funktioniert und ihnen auch das Wissen an die Hand geben, ihr Gewicht danach zu halten. Weil abnehmen alleine, wie gesagt, ist keine Magie. Aber die richtige Magie steckt darin, sein Gewicht ein Leben lang zu halten. Also ja, ich hoffe, ich konnte dir heute mit dem Video etwas mitgeben. Und wenn du noch irgendeine Frage hast, melde dich bei mir und ich werde sie dir persönlich beantworten.
Ich wünsche dir heute noch ein geiles Training und wir hören uns.